Ja, hier bei mir ist die Karina Brati, sie ist eins von den Bärhof-Kindern und der Kurt Brati, er ist der Gründer und auch der musikalische Leiter der Bärhof-Kinder. Karina, was bedeutet es für dich, bei den Bärhof-Kindern mitzusingen? Ja, also es bedeutet mir sehr viel, weil mir gefällt es sehr gut und es macht ja total viel Spaß und ja, mir gefällt es total gut und ja. Herr Brati, was hat Sie dazu bewogen, die Bärhof-Kinder zu gründen? Der Beweggrund war ein ganz banaler. Und zwar ein Texter, der ist verheiratet mit einer Religionslehrerin. Und der hat einmal, da sind wir beieinander gesessen, da hat sie gesagt, bei euch singen die Kinder in der Schule nicht gerne. In Polen ist das anders. Dann sage ich, warum ist das in Polen anders? Ja, da haben die Lieder Beb. Dann habe ich gesagt, okay, nachher machen wir mal Lieder mit Beb und ein paar Lieder gemacht, so Fragmente und gesagt, wie gefällt dir das, wie gefällt dir das? Mit religiösen Texten schon. Und da hat ein bisschen gesagt, hat, ja, so ist es in Polen so ähnlich. Und dann haben wir das gemacht. Und dadurch sind eigentlich die Bärhof-Kinder entstanden, weil wir es mit den Kindern probiert haben zu singen. Und dann hat es sie plötzlich gegeben. Und wo treten die Bärhof-Kinder noch auf, jetzt außer hier? Die Bärhof-Kinder treten auf bei Veranstaltungen der Vinzenzgemeinschaften. Sie treten in der Kirche auf, machen Messgestaltungen, auch auf Pfarrfesten trifft man sie an. Und es ist auch geplant, einmal konzertante Auftritte mit ihnen zu machen. Ja, das Ziel also von den Bärhof-Kindern war eigentlich, dass man Freude am Singen hat und ja, vielleicht auch Freude am Glauben. Du bist katholisch, was bedeutet für dich der Glaube? Ja, also es bedeutet mir sehr viel. Also ja, auch wenn ich immer für mich ein Problem habe und so, rede ich auch meistens mit dem Herrn, also mit dem Gott darüber und er hilft mir auch und das ist total viel für mich. Und du hast mir erzählt, dass deine Lieblingsheilige Luise Marie Lack ist. Kannst du uns etwas über diese Heilige erzählen und was sie ja auch für dich bedeutet? Ja, also ich finde es gut, dass sie mit Vinzenz zusammengearbeitet hat und mit ihm zusammen viel Menschen in Not geholfen hat. Und ja, und sie hat die Barmherzigen Schwestern ja gegründet und ich finde es alles gut, was sie gemacht hat, dass sie geholfen hat. Und ja, sie sollte einfach ein Vorbild sein für viele Menschen. Ja, Herr Brati, was bedeutet für Sie persönlich die musikalische Arbeit mit den Kindern? Die musikalische Arbeit mit den Kindern bedeutet mir deswegen so viel, weil bei den Kindern die Freude an der Musik vordergründig ist. Also das ist kein kommerzieller Hintergedanke dabei. Und man merkt es und da macht es dann so richtig Spaß, mit den Kindern zu arbeiten, weil die Freude, der Funken, springt auf mich über. Und das ist die Freude, was man macht. Und speziell mit religiösen Themen ist das nachher wieder ganz was Eigenes. Das Gefühl ist aber nicht beschreibbar. Ja. Sprechen Sie auch mit den Kindern über diese religiösen Themen? Wir sprechen über den Heiligen Vinzenz, Friedrich Hossenheimer, Luise Marilac sprechen wir natürlich. Und sonst warte ich schon, bis sie auf mich zukommen, die Kinder, und was fragen. Und dann sprechen wir darüber. Ein großes Thema bei uns ist Gottvertrauen. Ja, und ich nehme an, ich weiß, dass seine Gruppe ist ja auch sehr viel Arbeit und auch Zeitaufwand. Wie viel Probenarbeit war notwendig für diese ganzen Auftritte und auch für eine CD, die Sie ja herausgebracht haben? Bis zu der CD sind ungefähr 1,5 Jahre vergangen, Probenarbeit. Und das war der erste Auftritt. Und so richtig gut ist es dann geworden nach 2 Jahren. Also die Kinder proben wöchentlich, immer dienstags. Also wenn es im Haus laut wird, das sind die Kinder. Und es war viel notwendig, aber sie haben alle fleißig mitgearbeitet und hat Spaß gemacht. Ja, ihr Bärhof-Kinder, ihr seid Nachbarn. Hast du das Gefühl, dass ihr im letzten Jahr oder in den letzten Jahren seid ihr zusammen singen? Seid ihr da auch zusammengewachsen, auch freundschaftlich? Ja, also ich fühle mich schon als wie eine eigene Familie schon. Also man kann ihnen alles anvertrauen, hat immer viel Spaß mit zusammen. Und das ist schon wie eine ganz kleine Familie, die schon zusammengewachsen ist. Total fein. Und was wünschst du dir für die Zukunft? Jetzt könnt ihr euch noch Bärhof-Kinder nennen, in vielleicht 10 Jahren nicht mehr. Was glaubst du, wie wird es in Zukunft ausschauen? Ja, also ich hoffe schon, dass wir immer zusammenbleiben können, immer mit zusammen Musik machen können. Ja, vielleicht einen anderen Namen oder so, aber immer nur das Gleiche weitermachen. Ja, Herr Brati, wie kam die Verbindung Vinzenzgemeinschaft Bärhof-Kinder zustande? Die Verbindung Vinzenzgemeinschaft Bärhof-Kinder ist dadurch zustande gekommen,
dass nach dem, was ich vorher geschildert habe, nach der Gründung, wegen der Lieder mit mehr Spaßfaktor, habe ich dann einmal mit Christoph Oetzer gesprochen über das. Und der hat mir dann gesagt, ja, Jugendarbeit ist ein ganz wichtiges Anliegen für die Vinzenzgemeinschaften und deshalb war das für die Vinzenzgemeinschaft ein gutes Projekt und da haben wir gesprochen drüber und so ist die Verbindung zur Vinzenzgemeinschaft zustande gekommen. Ich habe vorher schon Verbindung gehabt zu den Vinzenzgemeinschaften, weil ich eben Seniorenbetreuung gemacht habe, hier in dem Haus. Und da hat nachher praktisch ein Zahnradl ins andere gegriffen und das hat sich dann so entwickelt. Und die Bindung ist immer enger geworden dann. Ja, und haben Sie irgendwelche Visionen für die Zukunft für die Bärhofkinder oder haben Sie da schon Ideen? Ich habe schon Visionen und zwar, es ist ja, die Botschaft der Kinder soll ja sein, die Werte weiterzugeben, die Werte der Nächstenliebe. Und um das zu erreichen, ist es natürlich vermehrt erforderlich, mit den Kindern in die Öffentlichkeit zu gehen und aufzutreten. Und das ist einmal das nächstliegende Ziel und in weiterer Ferne wird man dann schauen, wie jetzt die Carina schon gesagt hat, wenn die Großen ausscheiden, dass denen eine eigene Gruppe bilden, die dann wieder religiöse Lieder machen, aber allerdings nur vielleicht noch ein bisschen moderner als wie jetzt. Ja. Und das sind einmal die Ziele. Ja, wir sind jetzt hier in einem Seniorenheim. Wie sehen Sie ja einfach die Breite, sozusagen die breite Spalte zwischen Jung und Alt? Man sieht auch in der Technik, in den Weltanschauungen, dass die Unterschiede immer größer werden. Wie sehen Sie das? Das ist einfach ganz natürlich, dass ältere Leute, also wie Sie sagen, mit der Technik nicht mehr so zurechtkommen als wie die jungen Leute. Aber es sollte eigentlich unsere Aufgabe sein, ihnen dabei zu helfen. Und diese Kluft, die Sie da oder den Spalt, den Sie angesprochen haben, eben etwas zu verringern und denen Leuten die Technik näher zu bringen. Weil man sieht, es steht in dem Heim ein Computerterminal, da können ältere Leute mit dem Computer arbeiten. Durch das kommen sie wieder in die Welt. Und haben auch das Gefühl, dass sie nach draußen können, vermehrt in die weite Welt. Und das finde ich gut. Das sollte eigentlich Vorbildwirkung haben, so wie es da gehandhabt wird. Und das sollte eigentlich das Ziel sein, dass die jungen Leute mit den alten Leuten. Schön, ja. Und Sie möchten auch mit Ihrer Musik alle Leute ansprechen, ja? Na, also jeden. Also jeden, den wir im Herzen erreichen können, wollen wir ansprechen. Das war jetzt ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank und ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Glück und Freude und Gottes Segen für die Zukunft. Ach,